Was war dein erster Job? Als Schüler in den Sommerferien und da habe ich Fernsehgeräte an einem Fließband zusammengelötet. Als Rasenmähermann bei meiner Oma. Das war sehr interessant. Mit einem Aufsitzrasenmäher, was ziemlich viel Spaß gemacht hat. Damals zumindest noch, nach dem 10. Mal dann irgendwann nicht mehr so viel. Wir hatten ein Gartenlandschaftsbauunternehmen, da musste man einen tollen Garten haben. Das Unkraut gejätet habe ich. Was war dein Traumberuf als Kind? Als Kind wollte ich eigentlich immer Konstrukteur werden oder sowas. Ich habe immer so Autos gezeichnet und irgendwelche Raketen vor allem. Ich wollte Hubschrauberpilot werden. Als ich Kind war, gab es noch keine IT, da war das noch unbekannt. Deswegen war für mich immer mein großer Traumjob, Elektroingenieur zu werden. Damals konnte ich das, glaube ich, noch nicht richtig aussprechen und deswegen wollte ich Hubschrapp-Schrapp-Pilot werden. Also, was macht Baden-Württemberg für dich und dein Unternehmen als Standort attraktiv? Es ist irgendwie die Heimat. Hier sind wir zu Hause, wir haben viele Freunde und Bekannte hier. Die Lage ist schon cool. Das ist die Infrastruktur, Flughäfen, Autobahnen, Zug. Man kann hier eine Menge unternehmen. Es ist, glaube ich, alles da, was man braucht, um ein Startup zu gründen. Das Wetter ist perfekt. Ich glaube, das schönste Wetter in ganz Deutschland. Es gibt für unser Produkt Resttube, ein Wasserrettungsprodukt, gibt es immerhin auch ein paar Baggerseen. Und wenn wir irgendwo hin wollen, ans Meer, dann fliegen wir dahin oder fahren dahin. Dazu am IT-Standort mit dem KIT ist natürlich super für Nachwuchskräfte. Die IT-Infrastruktur und das sind die Leute, sprich Universitäten, potenzielle Mitarbeiter. Also wir haben schon auch einige Werkstudenten aus dem KIT und wir stellen auch Leute ein direkt nach dem Abschluss. Du bist auf einem Event und hängst in nervigen Smalltalk fest. Dein Ausweg? Ich bin da ziemlich konsequent. Man muss eigentlich nur finale Fragen stellen, auf die das Gegenüber nur Ja oder Nein antworten kann. Ich sage, ich brauche dringend was von der Bar und verabschiede mich dann freundlich. Und dann kann man sagen, oh, da ist ein lila Elefant, ich musste mal rüberlaufen. Und bleib an der Bar hängen. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Und deswegen sollte man damit sehr vorsichtig umgehen. Wenn man sich langweilt, sollte man das ändern. Kriegt man eigentlich immer irgendwie hin. Mein erster Rechner war? Mein erster Rechner? Ein Atari 800 XL. Der Rechner meiner Eltern, das war ein PC 10 IBM. Ein Taschenrechner. Ich bin nachts immer um 4 Uhr aufgestanden, um an diesem Rechner was zu machen, weil ich durfte offiziell gar nicht dran. Um 7 Uhr bin ich wieder ins Bett und dann eine Viertelstunde später aufgewacht. Die IT-Branche, dein Lebensziel oder bist du eher so reingeschlittert? Das ist ganz klar. Ich muss sagen, ich habe mit 11 Jahren angefangen zu programmieren. Ausgesucht und mit viel Bedacht gewählt und auch selbst gestaltet. Ich würde sagen, ich bin so reingeschlittert. Ich wusste schon immer, Computer und ich, das passt zusammen. Aber ich fühle mich da sehr wohl und wir werden sehen, wohin der Weg uns noch führt. Also mit Vorsatz. Deswegen war es, glaube ich, schon ganz früh klar, dass ich in die IT-Branche gehe. Was ist dein Ratschlag für jeden, der deinen Job haben will? Ich denke, eine positive Grundeinstellung sollte man immer haben. Ich glaube, dass du deinen eigenen Job bauen musst, um so eine Rolle einzunehmen, um eine Firma zu leiten. Man braucht viel Ausdauer, Geduld. Man sollte Spaß haben, Dinge in der Welt zu bewegen. Deswegen brauchst du eine eigene Idee, setz sie um, bring sie weiter und dann wirst du quasi meinen Job haben, bloß in deiner Rolle. Ich bin fertig. Genau, Zettel einfach auf den Tisch legen da hinten. Perfekt.